Ja, das hört sich als Schleimklumpen. Dieses ekelhafte Schneckengedöns-Zeug, Dreck. Lasst mich in Ruhe. Och nö. Berichterstattung, ich bin gleich tot. falscher Knopf. Was furzt das hier hin? Dieses eklige Schweinevieh. Wie war denn? Warum drücke ich immer die falschen Tasten? Das gibt mir einen Sack. Ich spiele zu viele andere Spiele. Hier haben wir noch was. Komm, ich spiele dich jetzt. Wow. Nein. Dieses Drecksvieh. Kriegt mir gar nichts. Ja, das bringt mir jetzt nichts, weil der das natürlich auch nicht in Zeit gemacht hat. Ah, lauf weg. Dieses Drecksvieh, komm ran. Nein, mein Kind. Mein Kind ist jetzt gerade am Leiern. Nein. Genau deswegen wollte ich eigentlich aufhören. Verdammt. Und jetzt gerade beim Boss. Nope. Geht mir ziemlich auf den Sack gerade, aber das muss doch auch irgendwann mal tot sein, oder? Kann man nicht ewig hier vor sich hin säuseln. Oh. Ach man, Leute. Sie geht mir gerade sowas von auf den Sack. Ah, da hinten ist es. Kurz kleinen Bums machen. Fick dich, ihr Drecksviecher. Bip, 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 Batz. Ach man, ey. Irgendwie ist das Vieh zwar kacke, aber ich finde es jetzt irgendwie nicht so abstoßend wie zum Beispiel die Alte. Jetzt ist mein Kind wieder ruhig, das meine ich. Ich wäre jetzt rübergerannt und das Kind würde weiter schlafen. Alter, Alter, Alter. Du Drecksvieh! Du kannst dich ruhig nochmal verstecken. Weil ich musste mir mal noch kurz eine Spritze reinjagen. Au! Au! Aua! Mach doch die Lampe aus, ich brauch die Lampe nicht. Ach, dieses Scheißvieh! Es ist tot! Es ist tot! Es ist tot, 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 tot! Es ist tot! Es ist tot! Es ist tot. Es ist tot. Und es ist wieder so ein scheiß roter scheiß Blutschleier wie bei Ruvik. Rivik, Ravik, Rovik. Wie hieß der nochmal? Ruvik, glaube ich. Mein Kind verarscht mich echt. Aber jetzt werde ich noch schön bis zum nächsten Safe Game zocken. Und dann werde ich wirklich Schluss machen. Weil es hat einfach keinen Arsch, hier ständig auf dem Sprung zu sitzen.
Ja, das liegt daran, dass das Babyfon weiter weg steht. Und ich es mir so aufgebaut habe, dass ich es gerade so höre. Weil ich glaube, ein Kindergegröle wäre jetzt ein bisschen doof immer an der Aufnahme. Und nein, was sollen wir dagegen haben, wenn dass du zuguckst? Was? What the fuck? Setz dich. Ja. Ich gibt's ja gar nichts, außer viel. Hä? Ah. Ja, damit. Meins, 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 meins. That's the right thing. Das ist alles an. Muss ich jetzt hier wieder? Oh, jetzt muss ich wieder drehen. Oh, jetzt ist da hinten aufgegangen. Ein Riesenschlüssel. Flutsch. Hä? Ach, jetzt kann ich den Aufzug benutzen. Ach, Stepp. Das ist da hinten, dadurch den Strom, die Sicherung rausgemacht habe. Deswegen ist da hinten, dieses Ding aufgegangen. Alter, diese ekelhafte Dunkelheit und diese ekelhafte Schatten. Dieses ekelhafte Schattenspiel, so rum. Macht immer etwas mulmig, mir. Klipper, Klipper. Slimy, überall Slimer. Was ist das denn? Ein Wind. Eine Statue. Wieder ein Schlüssel. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt finde ich auch immer die ganzen Sachen. Hallo? Ach, Alter, da war ja noch was mit der U-Bahn, da eben. Ja, mit der U-Bahn. Ja doch, mit dem Zug da halt. Mit der S-U-Bahn. Also. Mal gucken, ob das eintrifft, was ich mir vor uns gedacht habe, wo ich da oben stand und das von da hinten gesehen habe am Anfang. Denn ich denke jetzt nämlich, dass dieses Ding einfach mal zusammenbricht. Wenn man hier in einer Action-Szene... I? Schnitt, schnitt mich. Du. Bleib ich. Was ist denn mit mir? Du. Hast. Du hast mich. Wirst.
Saft trinken. Okay, das mit diesen Leiden. Ich hätte über Saft getrunken. Okay, irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht auf. Ach doch, es fällt doch. Okay, das hätte ich jetzt doch so nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Dieses Spiel macht was man erwartet, aber irgendwie haut es dich dann völlig in die Psyche kaputt rein. Total hingeschmissen und so. Hä? Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Ui, komm hier auf einmal her. Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Ach, ihr Megabrain. Willst du jetzt Mitleid von mir? Nein, wieder diese Typen. Das ist gerade ein bisschen unangenehm. Ich hätte die bitte alle drei gerne im Blickwinkel. Blickwinkel! Ach ja, und dann war das ja. Genau, so war das. Falls die Leute, die jetzt erst zugucken, sich wundern, ja, diese ähnliche Sache kam schon. Müsste ich schon mal diese drei Typen da von ihrem Leiter lösen. Schön gesagt. Bäm. Kapitel 14. Überlebt. Ein Kapitel noch. Ein letztes Kapitel noch. Aber ich glaube, die Vernunft siegt und ich werde erstmal für heute an dieser Stelle abbrechen und das Ganze das nächste Mal lieber oder gleich morgen vielleicht sogar weitermachen. Mal schauen, was morgen anfällt. Und dann habe ich das Ding endlich hier durch. Ich glaube, das wäre der beste Schachzug, das einfach machen. Morgen. Mach es, tu es, tu es. Super. Lieber Blue, was denkst du, wie lang Kapitel 15 noch geht? Füße schießen, Stecker ziehen. Was meinst du? Also wenn...
klingt auch gut. Final Showdown. Na komm. Kommt jetzt auf die Zeit an, die mir Blue sagt. Lüg mich nicht an. Sag nicht, es geht noch 5 Minuten, wenn es 3 Stunden geht. Sei bitte ehrlich. Circa 15 bis 30 Minuten. Dann wäre ja die nächste auf die. Ach komm, ich mach. Mach ich's. Ich mach's. Obwohl ich wieder ganz genau weiß, dass mein Sohn mal wieder mitten im Level schreit. Ich hab noch gesagt, die Vernunft, die wird siegen. Naja. Bin wohl doch nicht so vernünftig, wie ich gedacht habe. Habe ich. Habe ich jetzt nicht gespeichert? Irgendwie war mir das jetzt. Irgendwie hatte ich das schon im Gefühl gehabt, dass das hier irgendwie nochmal. Dass das. Kommt das hier bestimmt so Final Showdown. Final Showdown. Dü-dü-dü-dü. Uschi, hast du jetzt Armbrot gemacht? Uschi! Ist hier niemand mehr? Nee. Aber ich kann hier nochmal speichern, oder? Wenn ich jetzt vergessen hab. Missing. Vermisstes Mädchen. Vermisst? Kurze braune Haare. Braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Sternchen. Sternchen. Mobitu. Internes Gesprächsprotokoll. 13. März 2013. Ermittler Vieh. Ermittler Vieh. Sie wissen, warum Sie hier sind. Detektiv Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. Vieh. Vieh. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und psychischer Gewalt. Castellanos, wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Vieh, Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge, Castellanos. Da sind sie nicht die einzigen Vieh. Was soll das heißen, Castellanos? Beschatten sie mich weiter, dann finden sie es bald genug raus. Vieh, wenn sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Castellanos, ich habe zu arbeiten, sind wir hier fertig. Vieh fürs erste Jahr, aber sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache. Und sie sind dran, Castellanos. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Det Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Alter, in der heutigen Zeit. Ruvik? Ich will nochmal speichern. Okay, mach ich kein Speichern. Wir winden. Ich hab doch gespeichert, Siste.
Ich werde jetzt nochmal speichern. Dann werde ich nochmal hinter zu dem Gerät hüpfen. Und dann werde ich nochmal speichern. Der Irre ist hier schon wieder irgendwo. Da hinten ist er. Ist mir jetzt aber egal.